Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Set von Achco, auch wieder aus der Kamelife-Reihe, wie das kleine rote Fahrzeug, was ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Und zwar dieses Mal aber original verpackt und vor allen Dingen neu, denn das letzte, was ich vorgestellt hatte und ja wirklich gefeiert hatte, war ja gebraucht. Und da habe ich euch ja schon gesagt, ich möchte das Ganze auch gerne nochmal neu testen, ob die Erfahrung dann noch cooler ist. Auf jeden Fall haben wir hier ein Set mit 328 Teilen. Es ist so ein generischer gelber Sportwagen. Bei diesem gehen auch die Türen normal auf im Vergleich zu dem anderen Fahrzeug. Und es ist die Achco 50011. Wenn wir uns dann die Packung noch weiter anschauen, haben wir nicht allzu viele Besonderheiten. Einmal hier das Kamelife-Logo, hier oben nochmal das Fahrzeug. Und dasselbe jeweils nochmal auf den Seiten und auf der Rückseite sehen wir nochmal das Fahrzeug von hinten und ein paar Funktionen. Also einmal vorne stand ja schon, die Türen sind zu öffnen, dann kann er rollen, wer hätte es gedacht. Man kann am Lenkrad drehen, aber sicherlich ohne Lenkung, also das würde ich nicht als Funktion ansehen. Und man kann hier hinten den Heckspoiler einstellen, ob das jetzt eine Riesenfunktion ist, darüber kann man streiten. Aber mit irgendwas muss man die Box ja füllen. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns dann gleich die Teiletüten und die Anleitung gemeinsam an. Die Box ist auf jeden Fall sehr stabil und hat eine sehr schöne Haptik. Also die fässt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Und innen haben wir nochmal einen separaten Karton, in dem sich die Teiletüten befinden, die Anleitung und auch die Sticker, die bei diesen Sets leider mit dabei sind. Eines fällt auf jeden Fall wieder auf, wir haben hier doch recht viel Luft. In dem Umkarton, würde ich sagen, ist ein Dreiviertel ungefähr gefüllt, aber dieser Umkarton hat hier auch noch solche Polsterungen. Also ich würde sagen, die Hälfte der Verpackung ist wirklich leider nicht mit Steinen gefüllt. Ich habe schon schlimmere Verpackungen gesehen, aber ich finde es jedes Mal einfach nicht schön, wenn man sowas hat. Die Achco-Teiletüten sind tatsächlich nicht beschriftet, sind auch sehr dünn, fühlen sich jetzt nicht allzu hochwertig an. Aber es ist ja auch viel wichtiger, ob die Teile gut sind. Und insgesamt haben wir 8 Teiletüten auf 328 Teile. Das ist schon wieder sehr sportlich. Und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, muss so viel Plastik sein? Das hätte man auch ruhig in einer größeren Tüte verpacken können. Und hätte vielleicht statt 8 4 Teiletüten drin. Das tut der Qualität keinen Abbruch. Ich meine, es ist doch auch nicht jedes Lego-Set komplett zerkratzt. Ansonsten, der Stickerbogen ist trotz der luftigen Verpackung stark geknickt. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die Sticker aufklebe. Sie sind jetzt meines Erachtens nicht so wichtig, dass das Set ohne nicht gut aussehen würde. Also ich werde sie wahrscheinlich weglassen. Und diese Kamelife-Reihe von Achco sind ja genauso wie die Speed Champions von Lego so eine Hybridart. Die einen stellen sich ins Regal, weil sie es cool finden, die anderen spielen damit. Aber in jedem Fall muss ich sagen, wäre es natürlich cooler, wenn das, was hier als Sticker gelöst ist, als Print drin wäre. Aber ich wiederhole mich da jetzt nicht zum 10. Mal, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Wenn wir uns dann die Anleitung anschauen, ist die Klammer gebunden, ist ein hochwertiges Papier und es wird verblasst, was schon gebaut wurde, nicht komplett ausgegraut, sondern blasser dargestellt und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt, finde ich, ist meines Erachtens die angenehmste Art zu bauen und dann werden sogar noch die Noppen, auf die wir die Teile setzen, mit roten Pfeilen markiert, sollte also eigentlich idiotensicher baubar sein. Und insgesamt haben wir 73 Bauschritte auf 32 Seiten verteilt und auf der 33. und 34. Seite nochmal die Abbildungen, wie man die Sticker zu kleben hat. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon wieder genug gelabert. Ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder. Bei 328 Teilen werde ich es wahrscheinlich komplett bauen. Außer es gibt jetzt einen wichtigen Zwischenbauschritt, den ich euch unbedingt zeigen muss. Und dann gibt es wie immer mein Fazit und eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist nun auch die Achco Kamelife 511, der gelbe Supersportwagen. Und es verhält sich hier sehr, sehr ähnlich wie beim roten damals. Aber wie schon damals beim roten Sportscar, und da habe ich ja gesagt, ich kann nichts groß dazu sagen, ob die Teilequalität schon aus dem Karton so kam oder ob sie eben durch Benutzung so verkratzt wurden. Genau wie bei dem roten haben wir aber jetzt auch bei diesem neuen Set hier die altbekannten Probleme, dass die farbigen Teile, also in dem Fall die gelben Steine, recht farbtreu sind, wenig zerkratzt und sehr gut aussehen. Aber bei den schwarzen Teilen, die wir jetzt hier schon teilweise nicht mehr sehen, weil sie ja verbaut sind, was in dem Falle für Achco ein großer Vorteil bei dem Fahrzeug hier ist, man hat halt kaum schwarze Teile. Diese sind sehr stark zerkratzt und dadurch sehr matt. Und das haben wir einfach bei den gelben Teilen, wie gesagt, nicht. Also mich würde wirklich mal interessieren, was da bei Achco in der Produktion bei den schwarzen Teilen schief läuft oder ob die in einem anderen Werk produziert werden oder ähnliches, dass wir hier so starke Unterschiede in der Teilequalität haben. Und auch beim Bau sind die Teile
in Ordnung, aber halt trotzdem sehr unterschiedlich. Denn wir haben Teile, die recht locker sitzen, bei denen man schon ein bisschen Angst bekommt, dass sie recht schnell wieder abfallen können. Und wir haben Teile, die sind super, super straff und man hat richtig das Gefühl, dass man da was verklemmt beim Bauen. Aber bei dem ist die Steinequalität trotzdem auf jeden Fall um einiges vom Bau besser als beim roten gewesen. Von der Optik sehen wir natürlich, dass hier recht wenige Formteile verwendet wurden und wir deshalb auch ein, zwei nicht so schöne Stellen oder Übergänge beim Fahrzeug haben. Das sieht man in der Draufsicht besonders gut. Natürlich sehen wir das hier vorn, einmal bei der Motorhaube und hier hinten bei dem Übergang von dem Dach Richtung Heckspoiler. Und da gibt es ja zwei verschiedene Lager. Die einen mögen es im Kobi-Style sehr, die halt fast schon Modellbau begehen vom Aussehen, aber dafür sehr viele Formteile nutzen. Und das hier ist halt das komplette Gegenteil. Hier gibt es auch so die Scheibe und unten eben diese Grundbasis, die diese Camel-Life-Fahrzeuge hier haben, kein Formteil. Und auch das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es eben für bauliche Lösungen dann trotzdem noch sehr, sehr, sehr schick geworden ist. Und ich finde auch die Idee gut von Achco, das hier wirklich im baulichen Stil zu lösen und nicht mit Formteilen. Weil mit Formteilen gibt es genug andere Hersteller, die das anbieten. Aber das in dieser Art und Weise gibt es dann doch schon wieder weniger. Ein anderes Alleinstellungsmerkmal der Achco-Fahrzeuge ist ja, dass wir da Türen zum Öffnen haben. Ist hier wieder genauso und richtig, richtig cool. Einmal, die Türen haben einen Anschlag, das heißt, sie gehen nicht weiter als so hier auf. Und die Türen haben hier sogar noch eine halbe Noppe zur Befestigung, sodass, wenn wir sie schließen und da drauf drücken, die richtig fest sind und auch nicht rumwackeln. Und auch das Design von den Türen und wie hier dieses eine Scharnier doch ganz nett versteckt ist, dass es ein bisschen unauffälliger wird, ist wirklich super, super gut gelöst. Noch so ein meiner Meinung nach besonderes Highlight ist die Frontpartie. Wie gesagt, das ist alles gebaut, keine Sticker, keine Formteile und sie haben es echt geschafft, hier eine richtig, richtig coole Frontpartie zu bauen. Und auch die Scheinwerfer, finde ich, mit dem Weiß angedeutet, ist mal was anderes. Und es ist nicht anders bei der Heckpartie. Ich meine, wie cool sieht bitte diese Heckpartie aus? Das fängt schon wieder mit dem coolen Diffusor an und der eckige und kantige Style passt hier richtig gut und macht das Fahrzeug nochmal sehr aggressiv. Ebenfalls können wir wieder die Motorhaube öffnen. Man sieht da halt leider nichts Cooles. Und man kann sich den Heckspoiler wieder so einstellen, wie man das möchte. Der ist wieder sehr frei da drauf gesetzt. Ob das jetzt nun diese Top-Funktion ist, die unbedingt auf die Verpackung muss, lasse ich euch einfach mal für euch selber entscheiden. Und last but not least von den Funktionen kann man natürlich hier wieder das Dach und die Scheibe abnehmen und sich zwei Figürchen reinsetzen. Und der Innenraum ist zwar etwas spärlich, aber das ist ja auch ein Sportwagen, da gehört eben auch nicht so viel Luxus rein. Ähnlich wie der rote Sportwagen von Achco ist es bei dem leider so, dass das Rollen sehr viel Widerstand hat. Also da muss man wirklich die ganze Zeit mit der Hand dranbleiben, wie bei einem Lego-Car, was wirklich sehr frei rollt, dass man es anschiebt und dann rollt es eine ganze Weile, haben wir hier eben nicht. Trotzdem gefällt mir das Fahrzeug hier wieder sehr, sehr gut und für mich bestätigt das den ersten Eindruck von dem gebrauchten Achco-Car, was ich hier vorgestellt hatte, dass diese Reihe wirklich eine echt ernstzunehmende Alternative für Speed Champions ist. Ich meine, natürlich haben wir hier keine Lizenz, man kann sich trotzdem in dieses Fahrzeug auch ein Fahrzeug sehr gut reindenken, aber es ist halt auch keine Fälschung oder 1:1 Kopie oder ähnliches. Diese Achco Camel Life Reihe gefällt mir sehr, sehr gut und ich meine, wir haben jetzt zwei von der ganzen Reihe gesehen. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall privat noch einige mehr bauen und euch dann vielleicht noch an einer oder anderer Stelle Bescheid geben, ob die anderen genauso gut waren. Aber ich kann euch wirklich, und das ist recht selten, guten Gewissens empfehlen, euch aus dieser Reihe hier ein Set zu kaufen, weil ich gehe davon aus, dass alle so gut sind. An eurer Stelle würde ich bloß darauf achten, dass der Stickerbogen, der an der Reihe halt immer dabei ist, nicht allzu wichtig ist. Ich finde, das Fahrzeug sieht so auch sehr gut aus und so mit Stickern, ja, hätte es vielleicht noch einen Ticken cooler ausgesehen, aber es ist nicht wie bei manch anderen Sets, dass das Fahrzeug ohne Sticker komplett schlecht aussieht. On top bekommt ihr sogar noch ein paar Ersatzteile. Leider sind es aber eben alles schwarze Teile, wo die Steinequalität etwas zu wünschen übrig lassen hat, aber lieber Ersatzteile dabei haben, als keine Ersatzteile dabei haben. Also von mir, wie gesagt, auf jeden Fall eine dicke Kaufempfehlung. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes erlebt als ich und könnt der Community hier helfen. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt, gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Hä?
Jetzt läuten die Glocken am goldenen Bach. Die Glocken, die läuten, die machen viel Krach. Erst kommen Krankenwagen, dann kommen die Glocken. Heute darf ich nicht aufnehmen. Alle wollen sie mich stören. Und ich muss widerstehen, diese Aufnahme zu verlassen. Aber ich bleib noch stark, auch wenn die Glocken mich hassen und läuten, ich werd weitermachen. Und das wird für euch bedeuten, dass ihr dieses Video pünktlich seht. Cringe.